Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Teil des Branchenguides zu Simatik und dezentraler Peripherie. Mein Name ist Oliver Jürgensen und ich führe Sie wieder durch unsere Präsentation. Im letzten Video hatten wir uns das Verkehrsleitsystem angesehen. Heute gehen wir näher auf die Beleuchtung ein. Hallo Jürgen, Licht ist ja ein wichtiger Faktor im Tunnel. Ohne das würden wir uns gar nicht zurechtfinden. Was kannst du uns denn dazu erklären und warum punktet hier die ET200 besonders? Tja, Oliver, ich habe auch nicht gedacht, dass es so kompliziert ist. Zu Hause schalte ich das Licht an oder aus und fertig ist die Laube. Beim Tunnel ist das anders. Wenn ich auf einen Tunnel zufahre, dann habe ich eine Umgebungshelligkeit. Ich habe Sonnenschein, es regnet, es liegt Schnee, es ist eine unterschiedliche Tageszeit, morgens, mittags, abends. Das heißt, ich komme aus ganz unterschiedlichen Helligkeitsumgebungen und fahre in den Tunnel rein. Und ich möchte natürlich im Tunnel dann auch sofort nahtlos was sehen. Das heißt, ich muss hier die Helligkeit der Lampen an die Umgebungshelligkeit anpassen. Und da kommt das DALI-Modul der ET200 SP ins Spiel. Ich habe hier eine direkte Ansteuerung aus der Automatisierung für diese intelligenten Leuchten. Ich habe also die Fähigkeit, die Lichtintensität der Umgebungshelligkeit anzupassen. Das ist sehr wichtig. Ein weiteres Element ist die Fehlerbehebung bei einem solchen System. Das DALI-Modul, was wir in der ET200 haben, ist in der Lage, bei einem Tausch einer solchen intelligenten Leuchte das Ersatzgerät automatisch in das bestehende System zu integrieren. Hiermit habe ich die Fähigkeit, selbst defekte Elemente einfach tauschen zu können. Und das finde ich schon cool. Jürgen, danke, dass du hier Licht ins Dunkel gebracht hast. Finde ich ja toll, dass Leuchten über das DALI-Modul so einfach integriert werden können und sich die Lichtintensität so leicht ändern lässt. Im nächsten Teil gehen wir auf eine weitere spannende Anwendung ein. Finden Sie heraus, wie Simatik auch dort optimal unterstützen kann.